Ja, hallo und herzlich willkommen zu Diablo 4 hier bei Bradomate. Schön, dass ihr alle einschaltet. Ich habe mein erstes legendäres Item bekommen und wir schauen uns das Ganze beim Schmied an. Denn wenn ihr beim Schmied seid, könnt ihr da ganz gemütlich auf Gegenstand aufwerten klicken. Und dann seht ihr, wenn ihr euren Gegenstand aufwertet, wie ihr ihn verbessern könnt. Ich habe schon 3 Stufen von 4 Stufen aufgewertet. Ja, so schaut er jetzt aus. Am Beginn war er irgendwo im Bereich der 500er Barriere. Das macht der Abenteuerhelm des Beschützers. Legendärer Kopfschmutz. Kopfschutz. 317 plus 15 in dem Fall. Gegenstandsmacht. Plus 15 wieder. Genau, dann beim Aufwerten wieder nochmal dazu bekommen was. Dann hat er 415 Rüstung im Moment mit 13 Willenskraft, plus 10 Leben beim Töten eines Gegners, plus 3,3% gesamte Rüstung, ist schon cool, plus 2,6% erhaltene Heilung und was ziemlich cool ist und was uns halt so richtig gut macht, wenn ihr einem Elite-Gegner Schaden zufügt, erhaltet ihr eine Barriere, die 10 Sekunden lang bis zu 621 Schaden absorbiert. Dieser Effekt kann nur einmal alles 30 Sekunden auftreten. Aber das heißt, in einem Kampf gegen einen Elite-Gegner kann das halt auch öfters auftreten. Und das ist echt ziemlich gut und bekommt so einen Schimmerkreis rundherum und ja, habt so ein Schutzschild. Das ist natürlich richtig genial. Ja, bin mir richtig gefreut, wie ich das Objekt bekommen habe. Hab's schon ein bisschen aufgewertet. Fürs nächste Aufwerten ist jetzt fehlen mir unten noch die 2 Items. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Spielt ja auch Diablo und habt auch schon ein legendäres Objekt und wenn welches. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.